Wir sind zurück bei SpongeBob Schwammkopf, der Film. Ich hoffe, ihr habt wieder eingeschalten. Ja, ich habe gemerkt, in Planktopolis haben wir eine Challenge ja verpasst. Und ich weiß jetzt auch, welche es war. Aber die machen wir dann irgendwann mal vielleicht. Ich denke schon. Wir machen heute weiter mit einer Sonic Wave Guitar Challenge. Ist ja logisch, oder? Irgendwann müssen wir das Zeug ja machen. Und ich will sowieso so gut wie alles machen. So gut wie. Nicht alles, aber so gut wie. Habe ich ja gesagt. Ein paar werde ich nicht machen. Ich werde sie versuchen, aber nicht machen. So, schauen wir mal, wie schwer sie... Wo ist das Ding? Da. Hier ist es und dann wollen wir mal schauen, wie schwer das heute ist. Letztes Mal war es ja nicht so... Ah ja, der rennt hier so geil rum. Ich liebe das. Das ist so geil. So, schauen wir mal. Ich denke, es wird schwer. Leicht wird es, glaube ich, wirklich nicht. Vor allem, wenn es so asozial ist wie beim letzten Mal. Oh, da wäre es schon fast rot geworden. Aber wir haben ja die Zeit. Also 5 Sekunden haben wir immer. Das sollte doch möglich sein. Heilige Scheiße. Ich wusste nicht, links oder rechts, ja. Und da verarschen sie mich dann wieder. Da unten. Ich kann mir vorstellen, man muss jetzt gleich eine fette Kurve machen. Oder auch nicht. Man muss ja einfach nur ein bisschen... präzise sein und dann doch eine fette Kurve machen. Komm, irgendwo reinfahren? Fahren, ja, weil man mit einer Gitarre auch fährt, oder? Irgendwo reinlenken, denke ich mir. Also, wir wissen es jetzt. Das ist wieder mal asozial, aber diesmal weiß ich es. Das ist halt nur beim ersten Mal so, oder? Das können sie einfach nur beim ersten Mal machen. Das ist einfach nur dafür da, dass man es nicht im First Try schafft. Zumindest wird es für mich keine logische Erklärung geben, warum sie es so machen. Wollte ich schon wieder nach rechts. Das ist echt fies gemacht. Man wird irgendwie automatisch nach rechts gelenkt. Geiler Lag übrigens. Gut, dass der jetzt in keiner wichtigen Situation vorkam. Also noch weiter nach links und geradeaus. Und nach oben. Heilige Scheiße. Ich habe Angst. Hi, boah, Alter, was ist das? Nein! So ein Scheiß, nur die Kiste, Alter! Nein, warum denn? Ach, das ist doch so ein Scheiß. Das Geile ist, die Kiste ist jetzt weg, an der werde ich nie wieder sterben. Zumindest so lange nicht, bis ich das Level verlasse und die Challenge nochmal mache. Deshalb ist es manchmal sogar besser, wenn man als allererstes, bevor man die Sonic Wave Guitar Challenge macht, wenn man zuerst ganz normal das Level durchspielt und alle Gegner killt und Kisten kaputt macht, für das maximale Erfolgserlebnis, beziehungsweise für die maximale Leichtigkeit. Weil, wenn die Kisten und die Gegner alle weg sind, haben wir natürlich mehr Chance, das zu schaffen. Ich bin krank. Alter, was geht hier ab, Mann? Sind wir jetzt hier bald mal durch? Ja, jetzt geht's wieder raus. Okay, jetzt sind wir bei... Alter, ich bin nervös. Wenn da plötzlich ein Gegner um die Ecke kommt, ne? Wieso sind die Ringe jetzt plötzlich so schnell rot? Keine Ahnung. Manche Ringe kann man gar nicht gelb lassen. Die werden einfach automatisch rot. Egal wie schnell man ist. Oh Gott, eine Lampe. Die Lampe dürfen wir natürlich auch nicht berühren. Ist ja logisch. Ja, wir haben's. Und da haben wir die Challenge geschafft. Ich find's ziemlich nice, dass wir das jetzt schon haben. Kann ja durchaus auch länger gehen. Nächste Challenge. 51 Münzen haben wir. Wir könnten zwar schon... Ne. Ne, wirklich nicht. Das ist scheiße. Ne, das ist auch Dreck. Shell City Dead Ahead. Nochmal eine Sonic Wave Guitar Challenge. Ich glaube, die letzte sogar. Ich bin mir aber gar nicht sicher, oder? Lass mich überlegen. Doch, ich glaube, es ist die letzte. Es gibt nur 3. Es gibt eigentlich generell von jeder Challenge nur 3 Mal. Also jede Challenge gibt es nur 3 Mal. Ja. Durchaus. Ja, wir müssen wieder da rein. Sehr logisch.
Find's aber gut, dass man sofort immer hingeportet wird. Wäre ja sonst ein bisschen scheiße. Aber ich glaube, die war richtig schwer. Also richtig fies und alles, was dazu gehört. Richtig scheiße halt, ne? Hier kann man das Ende nicht mal abschätzen. Ich glaube, das hier war schon das erste Asoziale. Man weiß ja nicht mal, wohin es geht. Geht's da in die Höhle rein? Nee, geht's nicht. Ich dachte es jetzt. Wow. Und schon wieder eine Kiste? Unglaublich! Jedes Mal eine Kiste, die mich fickt. Wäre sonst wäre ja richtige Scheiße, wenn man die Kisten immer wieder respawnen lassen würde, damit man da wieder sterben kann. Aber die ist auch wirklich krass platziert, die Kiste. Ist aber interessant, ich finde eigentlich, also dafür, dass es ein PS2-Spiel ist, dafür finde ich eigentlich die Grafik ganz in Ordnung. Also schlecht ist sie auf keinen Fall, oder? Man kann damit durchaus spielen, man bekommt auf keinen Fall Augenkrebs. Da gibt's deutlich Schlimmeres. Vor allem generell, das Weltdesign oder halt das Leveldesign ist immer sehr schön. Auch wenn wir hier jetzt gerade auf der Müllhalde sind, das weiß ich. Aber trotzdem finde ich das Leveldesign immer schön gemacht. Heutzutage legen sie ja meistens nur noch Wert auf Grafik. Nicht nur einige Entwickler, sondern auch viele Spieler, was meiner Meinung nach komplett daneben ist. Ich sag mal so, wow. Grafik ist für mich bei einem Spiel einfach noch das Unwichtigste. Muss ich wirklich sagen. Heutzutage legen sie ja nur noch Wert auf die Grafik und das ist meiner Meinung nach einfach komplett verkehrt. Denn ein Spiel hat deutlich mehr zu bieten als tolle Grafik. Ich finde generell, die Story ist bei manchen Spielen wichtig. Bei manchen, sage ich jetzt extra. Bei dem Jump'n'Run kommt es ja nicht auf die Story drauf an. Da kommt es mir aufs Leveldesign und auf die Schwierigkeit drauf an. Und auf den Spielspaß. Und keinesfalls auf die Grafik oder die Story. Story. Hingegen bei einem RPG wie zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir Final Fantasy. Da kommt es mir sehr wohl auf die Story drauf an. Wenn die Grafik dazu noch schön ist, dann freue ich mich. Es muss aber nicht sein. Was ich auch noch wichtig finde, ist Musik. Die Musik in dem Spiel ist auch sehr wichtig. Ohne Musik kein Spiel. Das ist einfach so. Ohne gute Musik kein Spiel. Fällt mir gerade auf, FIFA hat gar keine Musik. Lol. Musik ist sehr wichtig. Das ist logisch. Ich glaube, da würde mir auch jeder zustimmen. Dennoch, sie ist zwar sehr wichtig, ich würde sie eigentlich als zweitwichtigstes einordnen. Es kommt halt immer aufs Genre drauf an, oder? Also wenn jetzt ein Jump'n'Run eine geile Musik hat, dann finde ich das gut. Aber es muss nicht sein, weil wie gesagt, bei einem Jump'n'Run ist mir das Leveldesign wichtig und der Spielspaß. Sagen wir mal so, ich bin generell der Typ, bei einer guten Grafik, da freue ich mich. Also ich bin keineswegs so eine scheiß Grafikhure, deshalb spiele ich ja auch das Spiel hier. Beziehungsweise deshalb spiele ich generell Nintendo. Ohoho, lustig sind wir heute, oder? Ich kaufe auch kein Spiel, was mir keinen Spaß macht. Nur weil es gute Grafik hat. Das ist einfach nicht so. Ich zum Beispiel spiele Final Fantasy für meinen Teil sehr gerne. Weil es eine ultra geile Story hat. Es hat absolut epische Musik. Es gibt einen Track, den finde ich absolut geil. Bei dem kriege ich jedes Mal eine Erektion, wenn ich den höre. Wenn das eine Musik bei mir schafft, dann hat sie schon mal alles, was es braucht, ne? Grafik ist durchaus sehr ansehnlich, da kann man auch nichts sagen. Wie gesagt, ich bin keine Grafikhure, aber wenn es eine gute Grafik gibt, dann freue ich mich. Nein! Okay, das ist scheiße. Das ist komplette Scheiße, muss ich sagen. Das ist kompletter Dreck. Wirklich kompletter Dreck. Ich werde wahrscheinlich hier so gut wie alles rauscutten, Mann. Was mir an dem Spiel wichtig ist, wie ich jetzt schon diverse Male erwähnt habe, kommt es aufs Genre an und ich hasse Leute, die sagen, oh, geile Grafik, geiles Spiel. Ne. Auf keinen Fall. Wenn ich jetzt mal als Beispiel schön Crysis hernehmen darf, das hat gute Grafik, da kann man nichts gegen sagen. Nur leider hat's alles andere nicht. Wo waren wir? Crysis, genau, hat Grafik, aber sonst nichts. Wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel zu einem anderen Genre switche, nehmen wir ein Jump'n'Run und dafür nehmen wir jetzt einfach mal
eins für die Wii U, einfach mal Donkey Kong Country. Tropical Freeze nehmen wir jetzt mal, habe ich auch, wäre auch schon durch. Es hat alles, was für ein Jump'n'Run wichtig ist. Es hat gutes Level-Design, wirklich sehr gutes, abwechslungsreiches Level-Design. Kein Level kommt in irgendeiner Form auch nur ansatzweise zweimal vor. Jedes Level hat seine eigene Thematik. Schwierigkeit ist durchgehend oben. In der ersten Welt ist noch nicht so krass, aber ist logisch. Aber der Schwierigkeitsgrad ist auf einem hohen Niveau, ja. Grafik ist sehr ansehnlich. Kann man durchaus ansehen. Musik, wie wir es von Donkey Kong kennen, ist auch gewohnt sehr gut. Falls jemand eine Wii U hat und kein Donkey Kong, ich empfehle es. Damit ich jetzt auch mal ein bisschen eine Empfehlung rausgehauen habe, so wie alle Spiele, die ich bis jetzt erwähnt habe, sollte man sich kaufen. Außer Crysis. Generell finde ich es etwas traurig, wie sich das heutzutage entwickelt hat. Ich meine, ich erlebe es so oft in der Schule, wenn ich einfach nur erzähle, yo, ich habe mir jetzt ein neues Spiel gekauft, das ist so und so, ist cool. Dann gibt es einfach zum Teil Leute, bei denen muss ich den Kopf schütteln, weil die haben leider keine Ahnung, was ein gutes Spiel ist. Wirklich. Da muss man sich teilweise echt facepalmen, weil es einfach unglaublich ist. Hey, ich war erst hier? Wirklich? Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich wäre schon weiter. Dass ich gleich wieder zurückkomme. Ich habe Leute in der Klasse, das ist echt nicht mehr schön, was die zum Teil von dem Spiel erwarten. Ich meine, hallo? Wow. Ich meine, ich finde es ja generell etwas seltsam, wenn man sich jedes einzelne Vieh verkauft, oder? Ich meine, wie ihr vielleicht aus meinem Ankündigungsvideo mitbekommen habt, bin ich jetzt nicht so krasser FIFA-Fan, oder? Solltet ihr das mitbekommen haben. Oh Gott, nein, wieso ist die Zielscheibe da? Mann, ich war... Alter. Nee, sorry, Leute, das ist mir jetzt zu scheiße. Nächstes. Das ist auch Dreck. Wie gesagt, ich mache alles, was ich machen will. Aber ich will nicht alles machen. Wirklich. Das ist unglaublich. Diese Scheiße. Ja, ich rede einfach weiter. Ich habe Leute in der Klasse, die kaufen sich jedes FIFA. Das kann ich ja generell schon mal nicht verstehen. Noch schlimmer finde ich es dann aber, wenn sie andere Spiele, die einfach mal Milliarden mal besser sind, als Scheiße betiteln. Aber, jetzt kommt's, die noch nie gespielt haben. Das ist doch geil, oder? Jedes FIFA kaufen, aber jedes Spiel, das sie noch nicht gespielt haben, als Scheiße betiteln, ist doch wirklich das, was man sich heutzutage von der Menschheit wünscht, oder? Oder nicht? Habe ich da was verpasst? Wartet, habe ich da etwa verpasst, dass es heutzutage doch nicht so ist, dass man nur auf Grafik schaut und jedes Spiel nicht beurteilen darf, obwohl man es, wenn man es noch nicht gespielt hat. Ha? Habe ich das so mitbekommen? Nein, leider noch nicht. Aber sobald wir in so einer Welt leben, dann will ich kein Gamer mehr sein. Wirklich. Weil dann ist für mich einfach Gaming vorbei, wenn jeder so denkt. Ich habe zum Glück noch, kenne ich noch einige Leute, die vernünftig denken und nicht so einen Scheiß labern wie, wartet, geil, ab ins Elektro, und nicht so einen Scheiß labern wie, also, das ist scheiße, weil das ist nicht real. Ja, solche Leute kenne ich. Wenn etwas nicht real ist, ist das Spiel scheiße. Beispiel Last of Us. Es findet jemand Dreck, weil es da Zombies gibt. Und ja, alles was irreal ist, ich bin mir gerade leider überhaupt nicht sicher, sorry, das ist scheiße. Irgendwie schade, oder? Denkt ihr nicht so? Ich denke so. Und ja, so schnell kann es gehen, wir haben das hier geschafft. Machen wir gleich noch die Ring-Challenge dazu, wenn ich weiß, dass das scheiße ist. Also ich möchte gleich dazu sagen, wer so denkt bei mir, der darf gehen. Wartet. What the fuck? Ich glaube, mein Audacity hat gerade meint, es muss wieder Probleme schieben.
Wisst ihr, ich hatte in den letzten Parts schon solche Probleme, dass ich, wie soll ich sagen? Jetzt wird's interessant. Dass ich irgendwie Asynchron-Probleme hatte. Das war richtig komisch bei mir. Irgendwie plötzlich die Stimme oder halt der Sound meiner Stimme war abgebrochen und es hat einfach einen kompletten Teil übersprungen. Ich hoffe, das ist jetzt heute nicht so bei dem Part, weil es wäre echt schade, weil vielleicht habt ihr auch zum Teil lange Pausen in den letzten Parts bemerkt. Solltet ihr das haben, dann wisst ihr jetzt, woran es liegt, oder? Nämlich, dass die Stimme abgebrochen ist und ich dann einfach das so zusammencutten musste, dass halt leider lange Pausen entstanden sind. So knapp. Okay, wir sind jetzt schon im zweiten Teil. Könnte die Ring-Challenge hier doch leicht sein? Es wäre ja fast zu schön, aber die Ringe bewegen sich, verdammte Scheiße. Sowieso. Eins muss ich euch noch erzählen. Das Geilste, was mir jetzt passiert ist, bis jetzt. Das ist so. Einer. Oh Gott, ich muss fast selber lachen, wenn ich es erzähle. Man bekommt es extra durch. Ja, Mann. Ja, geil. Verkackt. Doppelter Verlierer-Sound, cool. Das Geilste, was mir bis jetzt passiert ist, ich erzähle davon, ich habe jetzt eine PS4. Andere, boah, nice. Seit wann das? Du warst ja noch nie so der PlayStation-Befürworter. Das stimmt. Ich war lange Zeit kein PlayStation-Befürworter. Doch, ich dachte mir, es wird sich lohnen, eine PS4 zu haben und bis jetzt bereue ich es nicht. Ich habe durchaus schon sehr nette Spiele gespielt. Nur dann kam die Frage, was für Spiele hast du bis jetzt? Ich sage, weil ich die PS4 für 350 Euro oder so gekauft habe mit 2 Spielen, gratis dazu. Oder? Die Spiele dabei waren Neck und Little Big Planet 3. Ich sage, ich habe die. Bang! Jetzt kommt's! Little Big Planet 3, das ist ein Dreck, das erkenne ich schon am Cover. Hallo? Seit wann sagt das Cover etwas über das Spiel aus? Ohne Scheiß. Ich war da gerade im Bus mit dem, oder? Ich musste mir wirklich den übelsten Lachflash verkneifen. Und danach, also zuerst fand ich es lustig. Und danach fand ich es traurig, genauso wie der Scheiß. Also, lass mir das auch mal gleich sein. Wir machen heute noch die neue Challenge und dann, denke ich, war's das. Ah nee, etwas wollte ich euch noch zeigen. Genau, machen wir auch noch. Machen wir jetzt zuerst das hier. Ja, wie gesagt, was soll ich großartig noch dazu sagen? Zuerst musste ich mir das Lachen verkneifen und danach war ich traurig und verzweifelt, weil ich einfach nicht wusste, was das soll. Wir haben genug Münzen, damit sie uns das Burger-Mobil zurückholt. Deshalb wird das Level aber nicht einfacher. Jungs, ihr habt es schon geschafft. Die große Krabbe ist am Ende dieser Straße. Danke für deine Hilfe, Mindy. Danke. Dankt mir noch nicht. Ihr müsst euch beeilen, sonst wird die Straße blockiert. So schnell ihr könnt, müsst ihr fahren und probieren. Debris. Was sind Debris? Egal. Die fallenden Hindernisse zu auszuweiten. Wenn die Straße blockiert wird, müsst ihr es von neu versuchen. Und so fröhliche Musik! Ja, ich sag so, wir müssen uns hier wirklich beeilen. Wir dürfen uns hier nicht viel erlauben, denn die Straße wird wirklich sehr schnell blockiert. Zum Beispiel hier wäre schon das erste, wo man verkacken kann. Wenn diese Statue runtergefallen ist, na, dann gute Nacht, meine Freunde, dann könnt ihr es schon vergessen. Ich sage so, es ist nicht so einfach. Das ist hier wirklich ein schweres Level. Ich möchte das nicht abstreiten. Das ist scheiße, wenn sowas passiert. Jetzt haben wir es, glaube ich, eh schon verschissen. Ja, blockiert. Nee, noch nicht. ETF. What the fuck? Ich wäre mir jetzt wirklich sicher gewesen, dass es blockiert ist. What the fuck? Also man merkt auf jeden Fall die, da merkt man kann durch. Oder jetzt halt noch nicht. Alter, fuck.
Es ist so schwer. Scheiße, man muss danach. Kann man hier überhaupt zurückfahren? Das kommt mir gerade irgendwie nicht so vor. Mir kommt vor, wir haben unendlich viel Zeit. Man muss, geht eigentlich ab. Nein! Boah, knapp, Alter. Das wäre die nächste Blockierung gewesen, nur so, ne? Fuck, egal. Geh weg, du Stein! Knappe Sache, auf jeden Fall. Knappe Sache. Wir müssen jetzt... Oh ja, nicht ins TNT rein. Ich kann mich an das hier gar nicht mehr erinnern. Seit wann gibt es hier einen Wasserweg? Oder war das ein Secret? Ich weiß es nicht. Boah, knappes Scheiße, Alter. Man merkt durchaus die Parallelen zum allerersten Fahrlevel, oder? Man merkt es einfach. Es gibt alles. Den Park, es gibt alles. Nur ist dieses Fahrlevel einfach mal 50 mal schwerer als das allererste. Weil man sich auch noch extrem beeilen muss. Weil der scheiß Weg blockiert wird. Und es hier überall rutscht. Geht er durch, verdammt. Boah. Ich glaube, es wäre jetzt gerade blockiert geworden. Alter, ich muss mich so konzentrieren. Nein, fahr doch. Haben wir es? Ja, Mann, wir haben es echt. Ein First Try. Ich habe früher so oft dafür gebraucht. Das ist geil, wir krachen genau in die krosse Krabbe rein, Alter. Übel, übergeil. Er speichert.